Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade im Hintergrund ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Nutella eklig ist. Nutella schmeckt lecker. Ich will mal den Luft-Challenge. Ich halte die Debatte, deswegen will ich da jetzt auch nicht sagen, kauf mir Nutella, Mario Blub. Bin jetzt einfach ruhig bei Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich. Weil es gibt ja immer einen Unterschied, die Menge macht's halt. Weißt du, bei Nutella finde ich jetzt an sich, es ist nicht gesund. Aber wenn du regelmäßig Sport machst, Junge, dann kannst du dir ruhig mal so ein Nutella-Brot gönnen. Es sollte meiner Meinung nach jetzt aber nicht für ein gesundes Frühstück zimmer dir den Zucker rein. Jeden Morgen. Also, ja, und auch die ganzen Schokoriegel und so weiter. Finde ich null verwerflich, aber die sollten halt jetzt nicht unbedingt, dass du dir täglich da die ganzen Schokoriegel reinballerst. Weil, ey, ganz ehrlich, ich persönlich bin eine absolute Naschkatze. Ich liebe es einfach zu naschen. Ja, und du warst ein Schlinger, oder? Warst du nicht auch so richtig gestört wie ich? Ich packe keine Packung weg. Wer packt eine Packung weg? Das mache ich auch nicht. Das aber ich bin kein Schlinger. Ich bin trotzdem Genießer. Nur ich kann halt nicht aufhören. Du bist keiner, wenn du jetzt so irgendwas Kleineres hast, dass du dir direkt so 6 Stück reindrückst. Oder 10 oder so? Es kommt immer drauf an. Aktuell bin ich relativ vernünftig. Zum Beispiel, ich war letztens einkaufen und da habe ich mir dann an der Kasse noch so ein kleines Duplo reingelegt in den Einkaufskorb. Weil das Ding ist, normalerweise kriegst du die ja dann immer nur in so 20er-Packs. Ja, und leider. Da weiß ich, dass ich das 20er-Pack, das hält nicht lange. Also das wird für gewöhnlich dann inhaliert. Aber genauso würde ich meinen Bezug dazu auch bezeichnen. Ja, ich habe wenig Kontrolle dann. Ich bin jemand, der zieht dann schon ordentlich was weg. Na, aber man kann ja das Ganze noch kontrollieren, indem man es einfach nicht kauft. Das ist auch meistens meine Strategie. Oder, wie gesagt, dann mal bei der Tankstelle einfach nur einen Riegel kaufen. Ja, das kann man machen. Du meintest gerade Bounty. Stimmt. Das möchtest du jetzt einmal bewerten? Bounty würde ich. Meine Bewertung von Bounty. Ich würde sagen, Bounty ist bei mir eine. Warm ist es eine 5, kalt ist es eine 6. Das ist halt auch so ein besonderer Geschmack. Aber ich erinnere mich auch, glaube ich, daran, dass ich davon Kratzen im Hals bekommen habe. Das wird irgendwas drin. Kein Kratzen im Hals. Ja, keine Ahnung, was die da alle reinschieben für ein Gift. Aber ich mag das schon relativ. So eine Menschen. Das ist aber viel. Ja. Okay. Ja, also, um es zusammenzufassen, ich mag Bounty sehr gerne. Aber ich mag halt alles Nussige schon so ein bisschen mehr. Deswegen, genau, ich würde mir das gar nicht kaufen. Wenn aber dann Bounty liegen würde, dann würde ich es gerne nehmen. Genau. Das ist auch meine Theorie. Wenn du jetzt diese Celebrations oder so hast, dann wird das mitgegessen und auch für die Abwechslung im Mund ist das alles ganz geil. Aber es ist vor Mars, aber definitiv hinter Snickers und so. Ja, also auch Snickers ein Twix. Werden wir auch, glaube ich, gar nicht besiegen können. Bei mir. Oh, bei mir schon. Bei mir schon. Es gibt da Nischenprodukte, die mir besser schmecken. Da musst du mir aber unbedingt ein Bild vorher von schicken oder einen genauen Produktnamen. Ja. Weil sonst kann ich ja gar keine Bewertung abgeben. Ja, manche haben auch schon Live-Tastings gefordert. Aber dann schmatzt man hier einem ins Ohr. Und wir werden es irgendwann, wenn wir mal einen so ein Special machen. Aber so von Woche zu Woche, ich habe da schon einen guten Überblick. Ich hab schon oft den einen oder anderen Riegel verputzt. Ich habe da einen guten Überblick. Und du hast privat auch eine Excel-Tabelle mit dem Rating von dir. Und deiner natürlich. Familie. Natürlich. Hier wird alles in Excel-Tabellen aufgelistet. Ich hab mal, als ich war mal richtig gut in Excel. Also, weil ich habe ein Praktikum in der 7. Klasse, es könnte die 7. Klasse gewesen sein, habe ich bei der Lufthansa gemacht. Und mein Vater hat dort ja gearbeitet und hatte den einen oder anderen Kontakt. Und dann konnte ich dort ein Schülerpraktikum machen in einer Abteilung, die sowas eigentlich gar nicht anbieten. Das war Lufthansa Systems und ich war da in so einer Personalabteilung und
da gab es dann eher Beschäftigungstherapie für mich. Und der hat mir dann so Excel-Kram beigebracht, aber so richtig mächtigen. Ich konnte so Makros machen und es war voll krass, was ich da gelernt habe. Hab's schnell wieder Was war das? Was ist das, dein Wecker? Ja, für den Podcast. Oh, hey, ja, ich muss meinen auch noch. Ich habe einen um 15.58 Uhr gestellt. Wir haben, kurze Erklärung, ein bisschen früher heute angefangen, weil ich meinte, Manuel, bitte lass uns früher anfangen. Ich wollte, was möchte ich heute noch? Joggen gehen. Ja, ich kenne noch mal Ballette. Denn ich bin ein verfressenes Schwein. Ich esse gerne Yam, Yam, Yam. Deshalb muss ich immer viel joggen gehen. Dann tschüss, meine Damen und Herren.